Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das neue Flüchtlingsdrama im Mittelmeer hat wieder viele Opfer gefordert. Mindestens 34 Menschen sind ertrunken, als gestern ein überfülltes Schiff zwischen Malta und der italienischen Insel Lampedusa kenterte. Mehr als 200 Schiffbrüchige konnten in einer Aktion der maltesischen und italienischen Behörden gerettet werden. Nicht weit entfernt hatten sich vor 9 Tagen das bisher verheerendste Schiffsunglück mit Flüchtlingen im Mittelmeer ereignet. Von einem LKW werden Särge umgeladen in ein Schiff der italienischen Marine. Särge mit den mehr als 350 toten Flüchtlingen, die bei der Schiffskatastrophe am 3. Oktober vor der Küste von Lampedusa ertrunken waren. Die Särge sollen von Lampedusa nach Sizilien verschifft werden. Angehörige der überwiegend aus Eritrea stammenden Opfer sind nach Lampedusa gekommen. Ihre Hoffnung, ihr Kind, den Bruder oder Onkel lebend im Auffanglager zu finden, vergebens. Nun wollten sie von den Toten in Ruhe Abschied nehmen, aber das war nicht möglich. Denn in dem zur Leichenhalle umfunktionierten Hangar am Flughafen wurden weitere Tote gebracht, die man gestern und heute aus dem Meer geborgen hat. Wieder war gestern ein Boot mit etwa 250 Flüchtlingen an Bord, rund 60 Meilen südöstlich vor Lampedusa, gesunken. Die Menschen konnten noch einen Hilferuf nach Malta absetzen. Die maltesische Marine bat Italien um Unterstützung. Von Lampedusa wurden ebenfalls Schiffe und Hubschrauber zur Unglücksstelle entsandt. 206 Flüchtlinge konnten gerettet werden. Es ist gut, dass die Flüchtlingspolitik nun auf der Agenda des EU-Gipfels stehen wird. Und es ist gut, dass wir alle darüber diskutieren. Aber nur Diskussionen führen zu nichts. Worte allein sind nicht genug. Auf Lampedusa erreichten verzweifelte Angehörige, dass einige der Särge wieder aus dem Schiff zurück auf den Hafen verladen wurden. So konnten sie sich von ihren Verstorbenen doch noch verabschieden. Zum Flüchtlingsdrama im Mittelmeer jetzt direkt von Lampedusa, meine Kollegin Hilde Stadler. Wieder ist ein überfülltes Boot mit Flüchtlingen aus Afrika auf der Überfahrt nach Europa gesunken. Wieder sind zahlreiche Menschen ertrunken. Das Mittelmeer werde immer mehr zu einem Friedhof für verzweifelte Immigranten, so Maltas Regierungschef. Und nicht nur er fordert von der EU eine Änderung ihrer Einwanderungspolitik. Jetzt sofort. Und damit zurück zu Susanne Daubner. Viele Flüchtlinge, die sich auf den unsicheren Seeweg über das Mittelmeer nach Europa wagen, kommen aus Kriegs- und Katastrophengebieten in Afrika. Aber, darauf weisen internationale Hilfsorganisationen hin, immer mehr Menschen werden wegen bedrückender Zustände in ihrer Heimat zu Vertriebenen im eigenen Land oder auf dem eigenen Kontinent. Sie fliehen vor Hunger, Armut und Krieg. Nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks sind innerhalb Afrikas rund 12 Millionen Menschen auf der Flucht. Beispiel Kongo. Seit Jahren liefern sich Armee und Milizen im Osten des Landes heftige Gefechte. Die Region ist reich an Bodenschätzen. Umso erbitterter die Kämpfe, desto größer die Zahl der Flüchtlinge. Allein in den Ostprovinzen des Kongos sind fast 2 Millionen Menschen auf der Flucht. Dazu kommt 500.000, die sich in die Nachbarländer Ruanda, Uganda und Burundi geflüchtet hat. Bewaffnete Konflikte spielen in Teilen Afrikas eine wichtige Rolle, was die Zahl der Flüchtlinge angeht. Manche dieser Konflikte dauern schon Jahre und sie schaffen immer wieder neue Flüchtlingsströme. In Somalia sind es Dürren und der jahrelange Bürgerkrieg, der die Menschen vertrieben hat. Soldaten der Afrikanischen Union bemühen sich um eine Stabilisierung der Lage. Dennoch gibt es in Somalia 1,1 Millionen Binnenflüchtlinge. Ins Nachbarland Äthiopien sind 245.000 Somalier geflohen und fast 500.000 nach Kenia. Der Weg aus den Lagern nach Europa bleibt den meisten versperrt. Denn flüchten kann nur, wer die Schlepper auch bezahlen kann. Und Geld hat hier kaum jemand. Der Limburger Bischof Thebats van Elst gerät wegen der Kosten für seine Residenz weiter unter Druck.
Wie die Welt am Sonntag berichtet, könnte das Projekt deutlich teurer werden als die jetzt veranschlagten 31 Millionen Euro. Es gehe um Millionenschäden, die der Stadt durch die Bauarbeiten entstanden seien. Unterdessen hat der Bischof wissen lassen, dass er in den nächsten Tagen Gespräche über seine Zukunft mit dem Vatikan führen wird. Zuvor war spekuliert worden, er werde schon heute reisen. Der Limburger Bischof war heute nicht an Bord. Die Maschine nach Rom hob ohne ihn ab. Obwohl Theberts von Elst auf der Passagierliste gestanden haben soll. Doch am Frankfurter Flughafen erschien der Geistliche nicht. Der Skandal wird zur Tragödie. Und ich glaube, dass Franz-Peter Theberts von Elst langsam zu begreifen beginnt, dass die Rückendeckung für ihn nicht mehr gegeben ist. Nach meinen Informationen weder in Rom noch in der Bischofskonferenz. Und das ist vielleicht auch ein kluger Schritt zu sagen, dann fliege ich im Moment nicht nach Rom. Denn in der Tat, in der kommenden Woche wird der Vorsitzende der Bischofskonferenz nach Rom gehen und dort direkt mit dem Papst reden. Der umstrittene Bischof will nun erst im Laufe der nächsten Woche nach Rom aufbrechen. Wann genau ist offen? Derweil mehren sich kritische Stimmen aus der katholischen Kirche. Ein ehemaliger Weihbischof aus dem Limburger Bistum fordert Theberts von Elst auf, er solle dem Papst sofort seinen Rücktritt anbieten. Der Bischof kann seinen Verzicht auf das Bistum erklären. Das kann er. Warum er es nicht tut oder warum er es tun sollte, das kann man ja wirklich überlegen. Die Kosten für die Limburger Residenz sind explodiert. Statt geplanten 5,5 Millionen belaufen sich diese nun auf mindestens 31 Millionen Euro. Das wirft beim Zentralkomitee der Katholiken Fragen nach Verantwortung auf. Herr Kardinal Meißner hat noch vor 4 Wochen gesagt, das wäre alles eine Medienhetze. Und da muss man sich ja jetzt fragen, hat die Aufsicht versagt? Hat er die Dinge nicht ordentlich geprüft oder nicht prüfen lassen und nicht weitergegeben oder hat es nicht gewusst? Beides wäre nicht verantwortlich einer solchen Aufsichtsfunktion entsprechend. Theberts von Elst ließ am Abend in neuer Offenheit erklären, die Entscheidung über seinen bischöflichen Dienst liege nun in den Händen des Heiligen Vaters. Mehr zur Bischofsaffäre finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem gehen wir der Frage nach, welche Spielräume das Kirchenrecht bietet. Im Streit über den US-Haushalt gibt es nach wie vor keinen Durchbruch. Deshalb droht der weltgrößten Volkswirtschaft in 5 Tagen die Zahlungsunfähigkeit. Präsident Obama hat heute den Vorschlag von Republikanern im Kongress abgelehnt, die Schuldengrenze nur vorübergehend anzuheben. Bundesfinanzminister Schäuble und seine Amtskollegen aus den führenden Industrie- und Schwellenländern äußerten sich besorgt. Über Armutsbekämpfung und die Weltwirtschaft wollten sie beraten bei der Herbsttagung von IWF und Weltbank. Doch es sind die Probleme Washingtons und die US-Haushaltskrise, die auch heute alles überschatten. John Boehner und seine Republikaner hatten angeboten, die Schuldenobergrenze erstmal für 6 Wochen anzuheben. Das würde die drohende Zahlungsunfähigkeit zunächst abwenden. Doch der Präsident will nach 5 Jahren endlich einen ordentlichen Haushalt und langfristige Planungssicherheit. Es wäre unklug, die Schuldenobergrenze nur vorübergehend anzuheben. Wir hätten die erste absichtlich herbeigeführte Zahlungsunfähigkeit dann mitten in der Vorweihnachtszeit. Wenn wir unsere erstklassige Kreditwürdigkeit aufs Spiel setzten, würde es nicht nur auf den Weltmärkten drunter und drüber gehen, es würde auch Kredite für US-Bürger teurer machen. Der Bundesfinanzminister spürbar erleichtert, dass beim diesjährigen Finanzgipfel nicht die Europäer am Pranger stehen. Diesmal werden die Amerikaner gedrängt, ihre Haushaltskrise rasch zu lösen. Sorgen mache ich mir schon, aber wir hoffen alle, dass sie es schaffen. Ich habe heute Mittag auch mit meinem Kollegen Jack Lew sehr intensiv gesprochen und der sagt auch, wir tun, was wir können. Die führenden Finanzminister und Notenbankchefs der Welt halten sich zurück mit allzu deutlicher Kritik an den USA. Doch hinter vorgehaltener Hand heißt es, Washington rutsche nur deshalb Jahr für Jahr in einen dramatischen Haushaltsstreit, weil es keinen Plan gäbe, keine Strategie für den überfälligen Schuldenabbau. Für die angeschlagene Supermacht sei dies ein politisches Armutszeugnis. Der UN-Sicherheitsrat hat grünes Licht für die Zerstörung der syrischen Chemiewaffen gegeben. Das Gremium billigte den Plan von Generalsekretär Ban Ki-moon für die Mission der Vereinten Nationen und der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, wie es offiziell in New York hieß. Danach sollen etwa 100 Experten die Chemiewaffen des Assad-Regimes bis Anfang November unbrauchbar machen, bevor sie später zerstört werden. In Berlin haben mehr als 300 Menschen gegen den US-Agrar- und Biotechnikkonzern Monsanto protestiert. Die Aktivisten forderten eine gesunde und gentechnikfreie Ernährung sowie die Kennzeichnung von gentechnisch verändertem Saatgut in Lebensmitteln. Zu dem weltweiten Aktionstag, der bereits zum 2. Mal stattfand, hatte das Bündnis Marsch gegen Monsanto aufgerufen.
Der weltgrößte Saatguthersteller ist vor allem wegen seiner Pflanzenpatente umstritten. Ein gewaltiger Wirbelsturm trifft zurzeit auf die ostindische Küste. Bislang seien etwa 450.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden, teilten die Behörden in Neu-Delhi mit. Es habe erste Todesopfer gegeben. Betroffen sind die dicht besiedelten Bundesstaaten Odisha und Andhra Pradesh. Hier gilt die höchste Alarmstufe. Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde. 3 Meter hohe Sturmwellen, höchste Alarmstufe an der Ostküste Indiens. Der Wirbelsturm Pailin, so Meteorologen, habe einen Durchmesser von 500 Kilometern, größer als die Fläche Frankreichs. In den nächsten 24 Stunden erwarten wir heftigste Stürme und Regenfälle. Gerade die Küstenregionen sind besonders gefährdet. In Scharen flüchten die Menschen vor den Fluten. Hunderttausende fanden Unterschlupf in Notunterkünften, vor allem in Schulen. Die Menschen sind sehr besorgt. Es gibt nicht genug Platz, zu wenig zu essen und zu trinken. Die Toiletten sind verstopft. Keine leichte Situation. Es ist der stärkste Sturm seit 14 Jahren, der Indien heimsucht. 12 Millionen Menschen werden voraussichtlich von den Auswirkungen betroffen sein. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich vorzeitig für die Fußball-Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Brasilien qualifiziert. Dem Team von Bundestrainer Löw ist nach dem 3:0-Erfolg über Irland der erste Platz in der Gruppe C vor dem letzten Spiel gegen Schweden nicht mehr zu nehmen. Damit dürfte Löws Vertragsverlängerung nur noch Formsache sein. 2 freie Tage gab es für die erfolgreiche WM-Qualifikation als Belohnung für die Mannschaft. Das Hotel in Köln deshalb heute wie ausgestorben. Viele Spieler waren kurzfristig zu ihren Familien geflogen. Nach dem 3:0 über Irland gestern Abend ging deshalb auch schnell der Blick voraus. Gerade in Sachen Vertragsverlängerung des Bundestrainers. Dabei scheint es so, als sei ab Mitte kommender Woche eine rasche Einigung möglich. Es sind schon mal Gespräche stattgefunden, haben stattgefunden, sind mal ein paar Eckdaten abgeklärt worden. Aber wir haben auch gesagt, wir sprechen erstmal weiter und ich mit dem Präsidenten, mit dem Helmut Sandrock, wenn die Qualifikation zu Ende ist. Letztes Ziel für die Begegnung am Dienstag in Schweden ist es nun, die Qualifikation ungeschlagen zu überstehen. Erst morgen Abend ab 22 Uhr müssen die Spieler wieder zurück in Köln sein. Am Montag reist der Tross dann nach Stockholm. Sebastian Vettel geht morgen beim Großen Preis von Japan von Startplatz 2 ins Rennen. Der Formel-1-Weltmeister musste sich im Qualifying nur seinem Red Bull-Teamkollegen Mark Webber geschlagen geben. Dritter wurde Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Und jetzt die Lottozahlen. 14, 25, 29, 38, 44, 46. Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 13. Oktober. Das Tief über Deutschland zieht sich mit seinen stärksten Regenfällen etwas nach Westen Richtung Ärmelkanal zurück. Damit gibt es morgen neben vielen Wolken auch freundliche Abschnitte. In der Nacht fällt in der Nordhälfte zunächst zum Teil noch kräftiger Regen, der aber im weiteren Verlauf nach Norden abzieht. Gleichzeitig beginnt es von Südwesten her gebietsweise zu regnen. Dazwischen klart es auch mal auf. Morgen überwiegen vielerorts die Wolken. Im Nordosten und ganz im Westen regnet es hier und da etwas. In Bayern, später auch im Osten, gibt es auch größere Auflockerungen und Sonnenschein. Heute Nacht in Küstennähe noch stürmische Böen. Morgen weht der Wind überwiegend schwach, im Westen mäßig. In der Nacht Tiefstwerte von 12 Grad auf Rügen und stellenweise minus 2 Grad im Südosten. Morgen werden in der Eifel 8, am Bodensee 15 Grad erreicht. Am Montag ist es Richtung Osten zum Teil freundlich und trocken, sonst gibt es mehr Wolken als Sonne und gebietsweise Regen. Dienstag wird es insgesamt unbeständig mit einigen Schauern, vereinzelt auch Gewittern. Mittwoch zeigt sich die Sonne wieder etwas häufiger. Um 23.15 Uhr sehen Sie hier Ingo Zamperoni.
In den Tagesthemen mehr zum neuen Schiffsunglück vor Lampedusa und den Forderungen nach einem Umdenken in der Flüchtlingspolitik. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.